Life should be so easy. Kein Schiff dabei, ne? Den hab ich. Halt mal. Okay. Was ist da los? Bitte. Danke. Wo soll ich denn unterschreiben? Ne? Da. Wo? Blaues Feld. Fertig. Was ist? Ui, energische Handschrift. Ein Mann, der zupacken kann, hä? Naja. Oh, hart wie Stahl. Trainierst du? Naja, so ein bisschen, ne? Fitnessstudio. Gibt's alles, was man braucht. Solarium, Dampfbad, Sauna. Gemischte Sauna. Ja? Ich stehe total auf gemischte Sauna. Echt? Ich auch. Können wir noch mal zusammen hingehen? Wie wär's denn mit Montag? Montag kann ich. Mittwoch vielleicht, ne? Mittwoch kann ich grundsätzlich nicht. Dann am Freitag haben wir das ganze Wochenende für uns, oder? Ja, was ist? Check mal die Fude. Freitag ist total gut. Ja? Freitag ist wunderbar. Ja, was ist los? Werdet ihr heute noch fertig? Dann mach halt die Klappe zu. Genau, Klappe zu, Affe tot. Okay, wann? Mein Ding um 18 Uhr, oder? Okay? 18 Uhr ist total super. Ja, bitte Telly-Allee. Also, frank und frei am Freitag. Bis dann! Alles okay? Ja, natürlich. Schlecht, oder? Jo, super. Danke, ne? Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Aber nur diese Nummer hier. Das ist mein Handy. Du kannst mich jederzeit erreichen. Okay. Danke, ne? Und tschüss. Lass kein Bein stehen, ne? Jo, jetzt zeig deiner Leber, wer her im Haus ist. Na, ihr beiden Süßen, wie sieht das aus? Oh, da kriegt man Hunger, hä? Da will man sofort. Ach, guck mal. Ich dachte, du wolltest mit dem Rauchen aufhören. Aber vor unserer Scheidung. Und hier hast du da auch nicht geraucht. Ich rauche eben nur zwischen den Ehen. Außerdem, ich rauche nicht. Ich würze. Wo ist denn eigentlich unser Sohn und man die Spießerfeind? Er hat was Besseres zu tun, der muss lernen.
Damit er mal nicht so wird wie du. Da braucht er aber gute Lehrer. Schlechte Nachrichten, es gibt nur noch warmes Bier. Der Kühlschrank ist kaputt. Ich meine, Salz an der Mango muss ich lauwarmes Bier trinken. Gib mal her. Da weiß ich doch. Entschuldigung, Kollege. Kriegst gleich ein neues, dein ist doch noch. So. So, dauert jetzt ein bisschen, aber kalt wird auch. Ich will mir da kurz vorbei. Ich muss noch den Fleisch. Freunde, Kollegen, wenn ich euch vorstellen darf, das Schönste und Einzige, was mir in meinem Leben bisher gelungen ist, außer meinen Steaks, mein Töchter Gelotte. Hey, geile Party hier, scharfe Bräute. Na, Kleine, schon was vor heute Abend? Bitte? Können wir vielleicht irgendwer sagen, wie dieser Gummitarzan hier ist? Der Mann heißt Heinz Dieter. Okay, guck mal, da geht der Gelbe. Der Reuter. Der geht nach vorne. Geht ja, ruhig. Okay, Ingo, pack zu. Pack zu. Oui, mit der Teil. Da hinten Geländewagen. Danke. Ich würde doch nicht mal durchlassen hier. Meine junge Frau, warum ist eine traurige alleine hier? Das könnte unsere letzte Party sein. Ja. Wir können mal aufhören, wenn am schönsten ist, oder? Außerdem lass sie von den Bankern noch nicht runterziehen, ist die Sache nicht wert. Ja, vielleicht haben sie ja recht. Ich meine, warum sollen sie uns Geld für einen zweiten Truck geben? Da haben sie gar keinen Grund für. Ja, machen wir eben ohne zweiten Truck weiter. Da hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Jetzt pass auf. Willst du dann fragst du lieber die Möller, die weiß besser Bescheid als die Banker. Na, wie geht's euch? Fällt euch was auf? Jo, jetzt ändert so viel. Eddie, hau ab. Schon wieder dicke Luft hier, oder was? Also, falls es euch interessiert, ja, ich habe heute den Auftrag an Land gerissen und alle schon picobello eingeräumt. Du hast wohl den Auftrag für den Dienstag vergessen, ne? Mann, Eddie, reit uns bitte nicht in die Scheiße. Zu deiner Beruhigung. Du mit deinen Fettgriffeln weg da. Hier, schau rein. 150 Kühlschränke nach Bocholt. Dann werde ich wohl schaffen in 3 Tagen, oder? Ja. Süße. Ganz schön viel Geld für so einen Auftrag. So super. Wenig Arbeit, viel Kohle. Das mache ich morgen Vormittag und morgen Abend können wir ins Stadion gehen. Hm? Wie bin ich? Super. Na, also Eddie klingt ja schon was besser. Besser als was? Als Gummitarzan. Soll eine Entschuldigung sein. Das interessiert dich hier wirklich? Ja, klar. Mir hat noch nie einer so ein Ding genau gezeigt, weißt du? Puh. Hör mal, das sieht aber ganz schön wackelig aus hier. Was? Doch gar nicht. Also krumm und schief dürfen die natürlich nicht gestapelt sein, ne? Aber ich kann nicht alles selber machen. Klar. Rat mal, wie viele? Weiß nicht. 200? Nee, wenn ich selber gemacht hätte schon, aber so sind es nur 150. Aha. Ist ja kalt. Ein bisschen frisch hier. Verstehst du? Außerdem war ich ja 16, als ich dich geheiratet habe. 16 Jahre alt. Was weiß ich denn mit 16? Da weiß ich gar nichts. Ich war da auch 16, oder? Du warst fast 17. Als wir geheiratet haben, als ich dich geheiratet habe, warst du 19. Und jetzt? Ich weiß nicht. Das ist mein Lieblingshemd, ne? Ja? Mhm. Ich darf das anbehalten. Ich meine, deswegen habe ich dir das gegeben, ne? Warte mal.
Da. Und wann guckst du jetzt nach? Du hier, Feststellbremse und so, ne? Sonst rollt dir das Ding am Hang weg, das ist ja scheiße, ne? Du weißt doch bis heute nicht, wie man eine Frau behandelt. Dein Sohn, der kennt sich aus, der krebs nicht mit 14 noch in irgendeiner Spedition rum wie du. Womit kennt der sich denn aus? Womit kennt der sich aus? Der weiß, wie viel Rente er mit 60 hat. Ja, der hat dazu gelernt. Hör doch mal auf! Hör mir doch zu, verdammt nochmal. Der benutzt seinen Kopf und nicht die Unterhanne, so wie du. Wofür benutzt er seinen Kopf? Du? Mit Föhn benutzt er seinen du Kopf. Du hast mein Leben ruiniert, verstehst du? Leben ruiniert. Und jetzt hat er mir auch noch einen ganzen Abend verdorben. Mach doch jetzt keinen Aufruf, du, jetzt brauchst du Kissen an der Backe. Das war bis jetzt ein schöner Abend. Hör auf. Leben ruiniert. Hör auf, ey. Weißt du was? Was denn? Ich würde ja echt total gerne mal eine Tour mitfahren auf dem Bock. Echt? Ja, wenn du Lust hast, kannst du ja gleich morgen mit nach Bocholt kommen. Ja, morgen? Ja, geilomat, ey. Wo ist Lotte? Weißt du, wo Lotte ist? Hat irgendjemand Lotte gesehen? Ihr habt ja wohl den Arsch aus, ihr beide! Scheiße hier! Komm, bleib ruhig hier, Fräulein, bleib ruhig hier! Meine Tochter, die kannst du dir ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen. Haben wir uns verstanden? Mann, was riechst du dich denn so auf, ey? War überhaupt nichts gewesen. Kann nichts gewesen. Versuch mich doch nicht zu verarschen, ich hab da Augen im Kopf. Ja, ja, wenn einer über den Puckern Bescheid weiß, bist du das. Au! Spinnst du? Komm, halt du dich hier raus jetzt, halt du dich raus, ja? Der Schindler, das war wohl das allerletzte gerade, ja? Weißt du, du kannst über alle bestimmen, ja, aber über mein Leben, da bestimme ich. Komm her. Du bleibst hier, Fräulein. Ich bin nicht dein Hund. Du brauchst überhaupt nicht mal hier blicken lassen! Du bist enterbt! Mensch, Kaczynski, jetzt komm doch mal her! Du bist doch stinkebesoffen! Beruhig dich doch erstmal wieder! Da ist nichts, aber auch gar nichts passiert! Kapiert? Jetzt hör mal zu. Wenn ich dich noch ein einziges Mal mit meiner Tochter erwische, dann breche ich dir sämtliche Knochen. Hast du mich verstanden? Verschwinde, wenn dein Vater uns hier erwischt. Dein Vater? Sag mal, hast du mich jetzt eingeladen auf Tour oder was? Ey, kapier doch, ey. Der Kaczynski, der bringt mich um. Ja, von mir aus können wir. Was willst denn du hier? Das fragen nicht so blöd, steig rein. Ja, warte mal, guck mal hier. Zu zweit nach Bocholt, das ist total schwachsinnig, das ist albern. Guck mal, für wie blöd hältst du mich? Willst du mich verarschen? Wenn du glaubst, du könntest hinter meinem Rücken... Jetzt reiß den Spiegel nicht ab, steig einfach los. Ich verkaufe das Haus. Das können Sie doch nicht machen. Das wäre eine Schande, das schöne Haus zu verkaufen. Ihr Vater wird sich im Grab umdrehen. Frau Müller, mir tut das auch weh. Schließlich bin ich da ja aufgewachsen. Wir brauchen das Geld. Julia, wenn Sie das Haus verkaufen, reicht das vielleicht für einen neuen Truck. Aber das rettet die Firma noch lange nicht. Allein die Zinsen fressen uns auf. Anderthalb Stunden, das reicht jetzt.
Das ist doch unmenschlich. Also entweder redest du jetzt mit mir oder wir tragen es aus. Hey, wie kann man nur so stur sein? Kannst du mir wenigstens mal die Flasche angeben oder ist das auch schon wieder zu viel? Ich verstehe überhaupt nicht, warum nicht so aufregst. Ich meine, wenn man miteinander schläft, dann heißt das noch lange nicht, dass man miteinander schläft. Wenn du weißt, was ich meine. Dass du die Finger nicht mal von meiner Tochter lassen kannst, verstehst du? Deine anderen Weibergeschichten, die sind mir scheißegal. Aber dass du dich nicht einmal unter Kontrolle hast. Also, das kann ich denn dafür, dass die sich so an mich ranschmeißt? Ich meine, die steht doch auf mich, nicht ich auf die. Das ist doch gefährlich, so wie die rangeht. Gegen die bin ich doch ein Heiliger. Jetzt pass aber genau auf, über wen du hier redest, Junge. Du hältst besser die Fresse, sonst verliere ich die Kontrolle über mich. Flasche. Schon richtig, Kaczynski. Jetzt glaub mir doch mal. Lass mich mal machen. Buongiorno. Sag mal, Meister, hier ist deine Lieferung. Ein Projekt mit dir, okay? Na, ich habe nichts bestellt. Natürlich hast du bestellt, steht da dein Name drauf. Ja, das ist meine Adresse, aber unter 50 Uhr Schrank. Ich habe nichts bestellt. Hey, no. Hey, komm mal mit, ja? Zack, zack, zack. Okay. Mit den Dingern stimmt doch was nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Sache kommt dir nicht so ein kleines bisschen komisch vor? Nee, wieso? Die sind doch okay. Die kann man auch einen Weihnachtsmann zu Ostern verkaufen, Mann. Die Dinger sind Schrott! Hier, riech mal. Uralt, die stinken. Ja, wo steht denn bitte schön geschrieben, dass die Dinger neu sein müssen, hä? Aber wer in drei Teufelsnamen braucht denn 150 uralte stinkende Kühlschränke? Ja, weiß ich doch nicht, aber irgendein Spinner wird schon geben. Wieso hast du Verwandte? Gib mal her. Kaczynski, wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Ruf doch mal an, die haben mir einiges zu erklären. Also, ein Jahr, vielleicht auch zwei. Aber ich muss meine Frau fragen. Unter 50? Nein! Ma che cosa stai facendo? Mi vogliono vendere 150 frigoriferi, mi vogliono vendere. Hey, Moment! Hey! Um mal eine Sache klarzustellen, wir sind hier in Deutschland und nicht in Italien, ja? Und wenn jemand hier 150 Kühlschränke bestellt hat, dann will er die auch haben, ja? Da kann ich nicht mir eine Kriegs ein paar weggeben. Also entweder alle oder 150. Oh! Ach ja? Ich bin hier also hinterhergelaufen? Hör mal, da wüsste ich aber was von. Wer wollte mir denn unbedingt diesen total potthässlichen und vor allem langweiligen Mann, Mann, hör doch mal auf zu schreien, bitte! Ich schreie so laut, wie ich will! Dann schrei halt woanders, schrei woanders! Du kannst dich doch gar nicht schnell genug wieder loswerden! Genau, hau ab! Komm, hau ab! Scheiße. Kippen. Bleib stehen, Bruder! Dein Macker? Nee, mein Alter. Holy shit, spring rein. Hallo! Ist ein Arsch in Bewegung! Das kann ja eigentlich niemand, aber auch niemand bitte sagen. Lass knacken, Mann! Bye.
schon? Ich würde gern aussteigen. Gefällt dir der Sound nicht? Ich kann auch mit anderen drei tun. Typ, komm, halt an. Du brauchst ein Theater, ne? Mann, Typ, komm jetzt halt an. Zicke, du. Was soll ich jetzt machen? Das weiß ich doch nicht. Hätte ich meine eigene Tochter durch die Gegend, mein eigen Fleisch und Blut. Geschlagen habe ich sie wie der letzte Säufer, ey. Was heißt denn hier geschlagen, ey? Du hast dir eine geschallert, dass dir die Backenzähne rausgeflogen sind. Zeig doch die Bälle mal ganz flach, Meister. Wenn ich gewusst hätte, was du für ein Arschloch bist, hätte ich mit dir zusammen nie eine Firma aufgemacht. Wer hat nie. Denn hier mit wem eine Firma aufgemacht, bitteschön, hä? Ey, du drückst doch immer noch deinen fetten Arsch in meine Sitze, ja? Ja, und mein fetter Arsch sitzt jetzt auf 150 uralten stinkenden Kühlschränken. Und du bist verantwortlich. Natürlich, wenn es mal Probleme gibt. Der große Meister ist ja nicht schuld. Ja, aber ich lasse meine Probleme nicht von anderen Leuten ausladen. Das ist ein Unterschied, ein riesiger Unterschied. Hör auf, komm, hör auf. Komm, wir fahren zur nächsten Sammelstelle und laden die Scheißdinger ab. Jetzt mach mal auf, wie soll ich da reinkommen, Mann? Aua, verdammt, pass doch auf. Sehr schön, gibt's denn hier auch ein Bad? Das Bad ist da unten. Julia, Telefon. Ja. Können Sie mich einen Moment entschuldigen? Der Arsch verdient nicht eine müde Mark an uns. Wer ist es? Es ist Lotte. Lotte? Lotte? Ja? Wie? Nein. Was ist denn los? Wo bist du denn? Ja, gut, ich... Nein, ich hol dich ab, klar. Okay, bis dann. Hören Sie mal, ich habe noch ein paar andere Termine. Oh, ich möchte Sie wirklich nicht aufhalten. Frau Müller, ich hol kurz Lotte ab. Dauert nicht lang. Gleich noch so ein Typ. Ich weiß den Namen nicht so genau, aber können Sie ihn bei Laune halten, bis ich wieder da bin? Danke. Ich hoffe nur, Sie können wenigstens kochen. Zum Geschäft machen scheint es ja wohl nicht zu reichen. Schönen Tag noch. Wenn der Nächste auch so ein Arsch ist, dann schicken Sie ihn doch gleich wieder nach Hause. Verkaufen Sie dieses wunderschöne alte Haus. Das ist in Lipari. Letztes Jahr. Und das ist Roberto, mein ältester Sohn. Aha, Roberto. Oh, wow, wer ist das denn hier? Der da, das ist Giovanni, ein schlechter Charakter. Oh. Roberto studiert Architektur. Architektur, ehrlich? Wo denn, in Rom? No, a San Benedetto del Tronto. Ah, San Bene. Ne, Bene ist immer gut, ne? Warte, was ist los? Ach, Julia. Okay, danke, ne? Und ciao. Ciao. Hör mal, Eddie ist ja wohl der absolute Obermacho. Habt ihr... Nee, Quatsch. Wo ist dein Dad? Ach, mein Dad. Hör mal, der kann mir echt gestohlen bleiben. Der denkt immer noch, ich wäre 5. Hör mal, wenn er mich nochmal schlägt, ne? Dann sieht er mich nie wieder. Das schwöre ich dir. Lotte, der hat das nur gemacht, weil er sich Sorgen macht. Weil er dich gern hat. Ach, weil er mich gern hat. Das kann er mir doch auch sagen. Muss er mich doch nicht für hauen. Das stimmt. Aber manchmal können Männer nicht das sagen, was sie eigentlich denken. Und dann machen sie es auf die Art. Bescheuert. Warum denn? Warum? Weiß ich auch nicht. Eddie ist auch so ein Blödmann, echt. Eddie ist kein Blödmann. Und Kaczynski auch nicht. Ohne die zwei Chaoten hättest du schon viel weitergebracht. Ach, das stimmt nicht, Lotte. Ich brauch die irgendwie.
Die sind für mich wie, ja, wie eine Familie. Und eine Familie ist wichtig, weißt du? Das Blöde ist nur, dass man das erst merkt, wenn man keine Familie mehr hat. Ja, das musst du mir nicht sagen. Guck mal, ich habe meinen Vater 10 Jahre überhaupt nicht gesehen. Und jetzt kommt er hier hin und spielt sich auf wie der große Erzieher. Hey, guck mal, da sind sie doch, oder? Ja, stimmt. Oh Mann, da ist ja schon wieder was schiefgelaufen. Ja, hör mal, irgendwas war mit der Ladung. Spinnt doch, ey. Gerade mal eine Minute drüber, der kann sich ja nur sonst wohin stecken. Guck mal, eine Minute, weißt du, ist eine Frage von Diplomatie und Fingerspitzengefühl, weißt du? Das will ich sehen. Ja, dann guck jetzt mal ganz genau zu, kannst du was lernen. Wegen einer Minute. 2 Minuten. Können Sie mir doch nicht antun. Beschweren Sie sich bei der Stadtverwaltung. Ich halte mich nur an meine Vorschriften. Wollen wir nicht einmal eine Ausnahme machen? Nein. Verstehe ich, Sie haben recht. Kein Problem. Wollen Fernseh gucken, nach Hause, Feierabend machen, haben Sie verdient. Aber das hier ist Notfallmeister. Was glauben Sie, wie oft ich das höre? Aber hier geht's um Leben und Tod. Ja, jetzt ist aber ehrlich genug, finden Sie nicht auch? Da stehen die Öffnungszeiten. Montag können Sie wiederkommen und sich einen Termin geben lassen. Und jetzt ist Feierabend. Geben Sie bitte die Einfahrt frei. Hör mal, ich scheiß dir deine Einfahrt zu mit meinen Kühlschränken, wenn du mir diese Scheißdinger sofort abnimmst. Tja, dann müssen wir es wohl doch auf die andere Art machen. Hier nehme ich jetzt Ihr amtliches Kennzeichen. Des Weiteren warne ich Sie eindringlich davor, Ihren Sondermüll auf illegalem Wege zu entsorgen. Ich geb dir den Mist in deinen Vorgarten mit Kennzeichen. Da brauchst du gar nicht ersuchen, du. Entschuldigung, ey, ich hab dich nicht gesehen. Pack mich nicht an. Lass die Flossen von meiner Tochter. Mann, ey, ich will dir doch nur helfen. Und du kommst hierher, Fräulein. Seitdem ich dich kenne, ja, hab ich nur Ärger. Und ihr kotzt mich beide an, ey. Bleib hier, ich regel das mit Lotte, okay? So, was mit den Kühlschränken? Ich will keine haben. Ja, und der Auftraggeber? Gibt's keinen. Wie, wo hast du das Zeug her? Aus dem Parkplatz, beim Güterbahnhof. Ja, genauer. Am Strich. Das klingt ja sehr seriös. Und was waren das für Typen? Ein paar Typen und ihre Chefin. Hoffentlich hast du wenigstens diesmal ihre Nummer. Nein, nicht wirklich. Und was weißt du über sie? Was du über sie weißt? Steht auf gemischte Sauna. Super, Eddie. Ja, womit hast du mit dem gerechnet? Wenn der einen Weiberarsch sieht, dann dreht bei dem die Chemie durch. Ihr wisst ganz genau, am Dienstag brauchen wir den Auflieger. Und bis dahin habt ihr mir die Kühlschränke vertickt. Ist das klar? Und wegen euch, Vollidioten, verkaufe ich mein Elternhaus. Ich warte. Das kann nicht wahr sein, ey. Schon merkwürdig, wie extrem manche Frauen auf mich reagieren, ey. Falsches Thema. Hey, komm, ey, das war mein Lieblingshemd. Sag mal her. War dein Lieblingshemd? Ey, halt mal an, stopp mal. Vergiss es. Ey, jetzt hör doch auch ständig so an, Mann. Ob da jetzt 5 oder 10 Kühlschränke mehr stehen, ist doch scheißegal. Bei mir ist das nicht scheißegal. Ich hab keinen Bock, jetzt 150 Kühlschränke auszuladen, Mann. Ey, muss ich dich jetzt erst bitten, oder was? Pass auf, du hast eine Chance. Du schwörst mir, Lotte im Leben nicht wieder anzupacken. Verstehst du? Du schwörst. Ja, ich werd sie nicht mal mehr angucken. Gut, dann schwör. Hier, fass an. Mit rechts. Link an nach vorne. Schwör. Ich schwöre. So war dein kleines Herzchen schlägt. So war dein kleines Herzchen schlägt. So war dein kleines Herzchen schlägt. So war mein kleines Herzchen schlägt. Rot, 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 wer lügt, geht tot. Rot, 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 wer lügt, geht tot. Beim Leben deiner Oma. Beim Leben, ey, lass meine Oma raus. Er hat damit nichts zu tun. Aber du hältst dich dran. Oh Mann, hier war ich erst ewig nicht mehr. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich muss auch gleich schon wieder los. Hallo. Hallo. Julia, diese Firma hat angerufen wegen dem Auftrag am Dienstag. Der soll jetzt doch noch wie zuerst vereinbart am Sonntag erledigt werden. Oh, Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Nein. Oh,
wir den Termin auf morgen verschieben, wenn Sie Zeit haben? Ja, ist kein Problem. Ja? Wir haben Zeit. Cool. Frau Möller, Sie können ja hier warten und dann nehme ich Sie später mit nach Hause mit, ja? Ja. Mhm. Lass uns kommen. Ja. Tschüss. Ja. Gut auf meine Finger. Ja. Guten Tag zusammen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kaczynski, Eddie, meld dich doch mal einer. Wir müssen die Fuhre vom Dienstag jetzt doch schon am Sonntag machen. Weiß nicht, warte mal, ich geh mal ran, ja? Nee, lass mal, ich mach das schon. Sie sollen sich unbedingt bei okay, mir okay, dann mach ich aber Pause, ja? Mach hinne. Scheiße. Was geht denn hier? Was hab ich mir doch gedacht? Mülltouristen, ne? Die Töle frisst unser Funkgerät. Holen Sie den Köter da raus. Da steht eine Firma auf dem Spiel, Mann. Der Rex kommt nicht eher da raus, bis dass Sie Ihre Müll wieder eingepackt haben. Das sind mir zu viele Arschlöcher für einen Tag. Hey, Kaczynski, ey, dein diplomatisches Feingefühl möchte ich haben. Ey, hast du nicht gehört, was Julia gesagt hat? Wir müssen den LKW leer kriegen. Und zwar nicht heute, sondern jetzt und sofort. Dann kann ich noch mein Spiel sehen. Mensch, ey, das berührt dich wohl überhaupt nicht, oder was? Nicht wirklich. Man soll das eine Bestrafung sein, oder was? Das kannst du von mir aus halten wie ein Dachdecker, verstehst du? Aber ich hab keinen Bock mehr. Hier! Tut mir total leid. Ich habe gerade mit meinem Kollegen geredet und dem tut das auch total leid. Aber der mag einfach keine Hunde, weil der hat mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich meine, so ein Hund hat ja auch seinen Instinkt, ne? Haben Sie auf die Uhr geguckt? Ist ja bald wieder soweit, ne? Anpfiff. Die glauben gar nicht, wie ich den Fußball hasse. Ach so, ja. Wissen Sie was? Ist ja auch okay. Ich meine, jeder hat sein Faible, ne? Aber sag mal unter uns, ich meine, ich habe Probleme, geschäftliche Probleme mit einer Frau. Und Sie sind auch ein Mann und Sie wissen, wie das ist. Und jetzt mal Klartext hier. Ich meine, wir haben hier Kühlschränke, hier ist Platz. Ist doch gebongt, oder? Sie sollten erst mal lernen, anderen Leuten nicht die Zeit zu stehlen. Das heißt, ich kann hoffen? Nö. Weißt du was? Du bist ein richtiges Arschloch, ey. Bingo. Dem hast du ja mächtig fies eine reingedrückt, hör mal. Halt's Maul. Und die vier da auch noch. Sag mal, was hast du mit dem abgemacht? Ey, du hältst jetzt die Fresse und lädst mit ein, ja? Du lädst jetzt ein und ich ruhe mich aus. Und einen schönen guten Tag noch, die Herren. So, lass uns mal eine Telefonzelle suchen. Ich muss Julia anrufen. Kaczynski, auf zu meiner Oma. Da kannst du telefonieren und ich kann das Spiel gucken. Die hat eine Satellitenschüssel. Oma nennt mich Hedi. Oma! Aber Hedi, das ist doch ein Frauenname. Oma! Das wusste ich doch, dass die Schwarz-Gelben alles Tunden sind. Pass mal auf, ja, du kannst vom Glück reden, was meine Oma hier sind, ja? Nämlich jetzt heiliger Boden, das hätte schon längst in die Fresse gekriegt. Oh, jetzt macht mir Hedi aber so richtig bange. Ruf du lieber mal Julia an, ja? Ja, wieso soll ich denn Julia anrufen? Mensch, wo steckt die denn? Ja, was soll ich dir erzählen? Ich sitze hier mit Hedi auf den Kühlschränken fest. Die vermehren sich wie die Kanickel, fühlen sich wohl. Wir haben schon Vierlinge. Schöne Grüße von Oma, oder wie? Ja, deswegen bist du hergekommen, oder?
Ich hätte eine Idee, wir müssen so einen Speziallänger mieten. Oh, Fußball. Oma. Oh, grüß dich, Edi, Schatz. Na, wie steht's? Das wird übrigens teuer, ja? Hey, du hast doch nichts. Das ist überhaupt nicht so ein Problem, Oma? Weil die Sache zahlst du und nicht ich, da ist ja wohl klar. Ich hab nicht immer so schlimme Worte. Ja, welche davon? Wenn, dann hat so einen nur der Braun. Was, Braun? Die Kleine von Braun, so ein hübsches Mädchen. Ach, du. Die willst du nehmen? Oma, die ist doch schon weit über 60. Das macht doch nichts. Alter, häng nicht mal ins Rohr, ja? Was, Tor? Nee. Für 60? Nee, Oma, das steht doch immer noch 0-0. Ach, du Goldstück. Alter, sollst du nicht immer so schlimme Worte sagen. Ja, ja, ist schon gut, Oma. Aber lass mal gucken, ne? Ja. Ja, schönen guten Tag, Kaczynski. Ich habe da ein Problem. Und zwar brauche ich einen Spezialhänger. Leiser oder was? Haben Sie, genau so eins. Tu den doch rein, du Depp. Klasse, wunderbar. Was soll der kosten? Jo, zieh ab! Oh, viel, aber hey, ich mal so. Tor! Oh, mein Tor! Kennen Sie irgendjemanden, der vielleicht noch so einen haben könnte? Tor! Wen? Firma, jemand? Ach, niemand. Hey, Tor! Komm dir wirklich einer rein, du. Begeistert. Was? Ja, glauben Sie, wie es mir geht? Hier läuft die Nummer live. Aber um noch mal auf mein Problem zu kommen. Und das überhaupt nicht. Da ist überhaupt nichts zu machen. Keine Chance, ne? Okay, ja, mir auch. Danke, tschüss. Also, du guckst dir die Aufzeichnung 2 Stunden in der Sportschau an. Wir fahren zur Spedition, laden die Kühlschränke im Hof ab. Ich mache jetzt Feierabend, ich hab die Schnauze voll. Schluss. Ja, aber was ist denn mit dem Hänger da? Kannst du vergessen. Tschüss, Oma. Rückstand hinterher. Komm, lass knacken, Mann. Diese Kühlschranktante, die finden wir hier nie. Tja, hat Eddie sich voll ablenken lassen, wa? So ist es. Ganz koscher ist mir die Sache von Anfang an nicht gewesen. Das ist doch wieder typisch Eddie. Echt. Wer denn? Das möchte ich auch mal wissen. Tag. Schöner Tag, was? Na, welche willst du? Hm? Guck mal. Hey, schicker Polunder, wa? Na sag, welche willst du? Ich nehm die Blonde. Na komm, nimm die Dunkle, hein? Die haben mehr drauf. Nimm du doch die Dunkle. Das musst du mir schon überlassen, welche ich nehme. Ich dachte, du hast mich eingeladen. Ja, natürlich, aber du sollst doch auch was lernen. Na, mein hübsches Kind, wie wär's mit uns beiden? Vorsicht, die Kleine ist spezialisiert. Echt? Tatsächlich. Hey! Auf was denn? Hey! Hey! Wow! Verrückt! Was fällt denn dir ein? Das darf doch wohl nicht. Hey! Spinn dir den Mensch! Guck dir das an, so ein Scheiß! Hier holen wir uns! Los! Ja, die kriegen wir schon, pass nur auf!
Haben Sie noch mehr von den Kühlschränken? Ah, super! 1A-Leistung! Das hast du ja wunderbar hingekriegt! Das ist mein Auto, was du da kaputt gefahren hast! Halt mal die Klappe, du kriegst schon ein neues! In 3 Jahren hat es mir gehört! Ach, sei ruhig! Scheiße. Geht? Oh ja. Wenn ich dran denke, wenn das ganze Zeug Montag wieder rauf muss, wird mir jetzt schon schlecht. Ja, Alter, ey. Dann besorge ich uns einen Gabelstapler auf meine Kosten, ey. Kannst du für. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 7:15. Ja, noch früh genug für Sportschau. Hey, Sportschau und Bier. Bier und Sportschau. Das zuletzt war sie in New York. Ach, stellen Sie sich vor, ich habe eine Überraschung für Sie. Die 2 heiraten. Hans würde das Haus gerne kaufen. Ja, ich bin hier aufgewachsen. Oh, das wüsste ich aber. Nun raten Sie mal. Der Sohn von Rosa, der Haushälterin Ihres Vaters. Nein, echt? Ja. Hallo? Hans hat im Hotelfach gearbeitet, zuletzt in New York. Aber über den Preis müssen wir noch mal reden. Die Summe, die ich von Frau Möller gehört habe, ist doch fiktiv. Fiktiv? Nein, das denke ich nicht. Darüber diskutiere ich gar nicht. Also... Ich muss weg. Ich muss noch kurz telefonieren. Nach dem 1:0 folgte die stärkste Phase der Löwen. Angetrieben durch Robert und den wieder sehr starken Jeremies im Mittelfeld. Ich bin so ein Hensmann-Köschen. Ein Angriff nach dem anderen auf. Ah, Julia, du bist ja. Na, uns gespräch dich. Hänger ist leer, steht alles im Hof. Geht weit über das Gehäuse der Borussen. Freund, der heute wieder ein ausgezeichnetes Spiel liefert. Steffen Freund zu Möller. Möller sucht Sammer. Hey! Der ganze Kram muss wieder auf den Hänger und dann ab nach Kassel. Soll das irgendwie lustig sein? Siehst du in diesem Gesicht irgendwo ein Lächeln? Wie lange willst du sie nur warten lassen? Oder soll ich raus zu ihr? Ich will mich entschuldigen. Fantastisch. Das reicht vollkommen.
Danke für Ihre schnelle und unbürokratische Hilfe. Sie wissen gar nicht, welche Probleme ich hatte, so viele Kühlschränke zu bekommen. Aber dieses Wunder. Das ist Kunst, oder? Kunst. Reinheit. Purheit. Essenz. 1, 2, 1, 2. Leben. Die Kälte der Zivilisation. Rüdiger. Bedroht von diesen Fackeln. Feuer als Ursprung der Kälte. Na, willst du mir hier noch was sagen, wie zum Beispiel, tut mir leid? Was? Hör mal, wo lebst du denn? Ich finde, du könntest dich mal bei mir entschuldigen. Du hast mir doch eine geschallert. Ja, die hast du dir aber auch verdient. Okay, okay, vielleicht war das nicht so ganz richtig, was ich da gesagt habe. Tut mir leid. Jetzt sind wir aber quitt. Ich bestimme, wann wir quitt sind. Das kann ja Jahre dauern. Tron. Tron, der einzig perfekte Mensch. Wir steuern zusammen auf die Apokalypse zu. Zerstörung als einzig kreativer Akt, denn wir werden von dieser Zivilisation zerstört. Ja, gut so. Okay, jetzt sind wir quitt. Freunde? Aber auf mein Zeichen wird zurückzerstört. Was denn für ein Zeichen? Countdown. 5. Geht in Deckung, es geht los. 4. Alle in Deckung. 3. Was? Schnell. Halt! In Deckung! Das ist alles für morgen geplant! Bitte!